Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass auf einem Bauernhof alles ganz ruhig und beschaulich abläuft. Aber weit gefehlt. Denn ein Tier jagt das andere. Die Hunde jagen die Füchse jagen die Hühner und die Hühner jagen die Würmer. Und dabei ist selbst ein Heuhaufen nicht immer ein 100% sicheres Versteck. Also ein absolutes Tohuwabohu. Wir sagen dazu Rambazamba. Rambazamba ist das fiese Familienspiel für alle Generationen, das die Frage klärt, welcher Spieler schafft es zuerst, 5 Tiere einer Art in einer Spalte zu sammeln und damit den tierischen Spielspaß zu gewinnen. Wie dieses Spiel gespielt wird, erkläre ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Der Aufbau von Rambazamba ist tatsächlich sehr einfach. Ihr nehmt einfach alle Karten, die sich in der Schachtel befinden, mischt die ordentlich durch und baut daraus einen verdeckten Nachziehstapel. Von diesem verdeckten Nachziehstapel verteilt ihr dann an jeden Mitspieler 3 Karten. Wir haben euch das hier schon mal vorbereitet. Wir haben hier eine Partie für 4 Spieler vorbereitet. Das heißt, jeder der 4 Spieler bekommt jetzt 3 Karten ausgeteilt. Und damit ist die Vorbereitung des Spiels schon beendet. Bevor ich euch jetzt zeige, welche Karten überhaupt alle im Spiel sind und wie die einzelnen Spielzüge denn funktionieren, spulen wir mal ein bisschen vor und zeigen euch mal, wie das Spiel denn abläuft, wenn schon ein paar Spielzüge absolviert sind. Jetzt sind schon einige Runden gespielt worden. So sieht momentan die Auslage auf dem Tisch aus. Was ich euch als erstes erklären kann, ist Folgendes. Jeder von uns Spielern hat direkt vor sich eine Auslage, eine eigene private Auslage. Das ist der eigene Bauernhof. Und wichtig dabei ist, wenn ihr hier Karten in euren eigenen Bauernhof auslegt oder von den Mitspielern hier reingelegt bekommt, dann müsst ihr die Karten immer in der Reihenfolge der Nahrungskette sortieren. Also, die Würmer kommen immer in die Spalte ganz links, die Hühner kommen in die Spalte danach, nach den Hühnern kommen die Füchse und nach den Füchsen kommen die Hunde. Jetzt seht ihr hier schon mal im Überblick, wie wir alle unsere Bauernhöfe aufgebaut haben. Jetzt wird es natürlich allerhöchste Zeit, dass ich euch mal die einzelnen Karten genauer vorstelle und euch zeige, was man denn mit diesen Karten anstellen kann. Die kleinste Karte, die ich im Spiel haben kann, ist der Wurm. Das Wichtige am Wurm ist, die Wurmkarte darf ich tatsächlich nur in meinen eigenen Bauernhof spielen. Und wichtig natürlich, entlang der Nahrungskette, der Wurm ist das kleinste Glied. Das heißt, der Wurm kommt immer in die ganz linke Spalte in meinem Bauernhof. Die nächstgrößere Karte, das sind die Hühner. Die Hühner darf ich auch in meinen eigenen Bauernhof legen, aber immer dran denken, die Hühner verscheuchen natürlich die Würmer. Also, jedes Mal, wenn ich ein Huhn auslege, muss ich 2 Würmer auf den Ablagestapel legen. Also, wenn ich das Huhn in meinen eigenen Bauernhof lege, das könnte ich jetzt mal machen, also zum Beispiel hier, dann müsste ich 2 Würmer, ich habe jetzt halt hier nur einen, also diesen einen Wurm in die Ablage legen. Tatsächlich kann ich aber auch ein Huhn zu meinem linken oder zu meinem rechten Nachbarn legen. Der Effekt wäre genau der gleiche. Also ich nehme mir jetzt meinen Wurm hier mal wieder zurück. Wenn ich denn dieses Huhn zu meinem Nachbarn legen möchte, dann lege ich dieses Huhn hier einfach bei meinem Nachbarn ab. Und dann muss aber der Nachbar diese beiden Würmer, die hier in seinem Bauernhof liegen, auf den Ablagestapel legen. Und genau auf diese Art und Weise geht es auch mit den anderen Tieren weiter. Also wenn ich einen Fuchs lege, darf ich auch den Fuchs in meinen eigenen Bauernhof legen, muss dafür dann aber 2 Hühner ablegen. Ja, das gleiche kann ich aber auch machen mit meinem linken oder meinem rechten Nachbarn. Ich werde das jetzt nochmal hier mit meinem rechten Nachbarn machen. Wenn ich meinem rechten Nachbarn hier diesen Fuchs hinlege, muss der rechte Nachbar diese beiden Hühner ablegen, die er momentan bei sich liegen hat. Und genauso geht es natürlich auch weiter mit dem Hund. Wenn ich einen Hund lege, das mache ich jetzt hier mal in meine eigenen Ablage, dann muss ich 2 Füchse eliminieren. Ich habe nur einen, also lege ich hier einen Fuchs auf die Ablage. Ein bisschen anders wird es dann, wenn der Bauer ins Spiel kommt. Denn wenn ich einen Bauern ausspiele, dann lege ich diesen Bauern nicht in meinen oder in irgendeinen anderen Bauernhof, sondern Bauern werden immer auf den Ablagestapel gespielt und haben dann aber zur Folge, dass jeder Mitspieler 2 nicht geschützte Hunde ablegen muss. Würde quasi in unserem Fall bedeuten, ich spiele einen Bauern, dann muss ich
zwei Hunde ablegen. Der Mitspieler hier hat seine Hunde geschützt. Wie das funktioniert, erkläre ich euch gleich. Der Mitspieler hier gegenüber müsste seine zwei Hunde auf den Ablagestapel legen. Und auch der Mitspieler zu meiner Rechten müsste seinen Hund auf den Ablagestapel legen. Das passiert, wenn man einen Bauern ausspielt. Dann gibt es im Spiel noch sogenannte Heuhaufen. Heuhaufen kann ich immer ausspielen, um bestimmte Spalten in meiner Auslage zu sichern. Achtung, hier oben auf dem Heuhaufen sind immer die Symbole der Tiere abgebildet, in welche Spalte ich denn diesen Heuhaufen überhaupt legen darf. Also, diesen Heuhaufen dürfte ich zum Beispiel auf die Würmer oder auf die Hühner legen. Bedeutet, ich habe hier in meinem Bauernhof zwei Hühner. Ich lege jetzt diesen Heuhaufen hier unten drauf. Und das bedeutet, diese komplette Spalte mit dem Heuhaufen am Schluss ist jetzt quasi geschützt. Das bedeutet, selbst wenn mir einer meiner Mitspieler hier einen Fuchs legen würde, müsste ich keine Hühner abgeben, weil sich die Hühner nämlich im Heuhaufen verstecken können. Und natürlich gibt es auch noch eine Karte, mit der man den Heuhaufen quasi wieder entfernen kann. Das ist die Heugabel. Wenn ich eine Heugabel spiele, dann spiele ich die auch immer auf den Ablagestapel und darf dann von einem meiner Mitspieler oder natürlich auch von mir die zu unterst liegende Karte auf den Ablagestapel befördern. Also, dieser Heuhaufen hier bei meinem Mitspieler, der stört mich. Dann kann ich eine Heugabel spielen und der Mitspieler hier zu meiner Linken muss diesen Heuhaufen entfernen und auf den Ablagestapel legen. So, jetzt habe ich euch die Funktion aller Karten im Spiel erklärt und ihr habt auch mal gesehen, wie denn der Ablauf einer Runde funktioniert. Eine Sondergeschichte muss ich euch noch erklären, denn es ist ja so, dass es für jedes Tier eine männliche und eine weibliche Karte gibt. Also es gibt bei den Hühnern zum Beispiel natürlich einen Hahn und es gibt eine Henne. Und wenn ich irgendwann mal in meinen drei Handkarten ein Pärchen habe aus einem männlichen und einem weiblichen Tier, dann darf ich beide Tiere zusammen ablegen. Also entweder ich lege dann tatsächlich beide Tiere zusammen in meinen Bauernhof oder natürlich, wie üblich, außer bei den Würmern, auch in den Bauernhof meines linken oder meines rechten Nachbarn. Und dann ist es tatsächlich so, wenn ich beide Karten jetzt zum Beispiel hier zu meinem linken Nachbarn lege, dann müsste dieser linke Nachbar tatsächlich auch vier Würmer ablegen. Also pro Karte zwei. Aber er hat hier natürlich nur einen Wurm liegen. Das heißt, wenn ich diese beiden Hühner hier ablege, müsste er nur diesen einen Wurm hier in die Ablage legen oder auf den Ablagestapel legen. Und dann wäre mein Zug erledigt. Dann haben wir am Schluss nur noch eine Frage, die wir klären müssen. Wie lange wird das Spiel gespielt? Das ist ganz einfach. Das Spiel wird so lange gespielt, bis es einem der Spieler gelungen ist, fünf Tiere der gleichen Art in einer Spalte zu sammeln. Und dieser Spieler ist dann auch der Gewinner von Rambazamba. Rambazamba ist super schnell erklärt und genauso schnell gespielt. Wobei man dabei natürlich immer abwägen kann, sammle ich denn tatsächlich nur für mich meine eigenen Karten oder ärgere ich lieber meine Mitspieler, was unter uns natürlich viel, viel mehr Spaß macht. Fazit: Rambazamba ist ein schnelles, spaßiges und super schön illustriertes Kartenspiel für die ganze Familie. Holt euch jetzt Rambazamba. Viel Spaß dabei wünscht euch die Game Factory. Spiele für Family and Friends von Game Factory.